Was geht ab, meine Freunde? Willkommen zurück und vielleicht ein komischer Start, denn wir sind immer noch im Pokémon Go Park. Ich habe die meisten jetzt gefangen. Wir fangen uns auch Seeper, aber ich fühle mich gerade übertrieben. Ja, ich kann es auch nicht so sagen. Ich fühle mich gerade selbst übertrieben dumm. Wisst ihr warum? Freunde, ich habe immer gesagt, meine Konsole ist links von mir mit dem Fangen. Das fällt mir schwer, weil es links von mir ist, etc. bla bla. Das Ding ist, das ist gar nicht mehr mit Sensoren. Sondern ist mir gerade irgendwie aufgefallen, keine Ahnung, wie ich drauf kam, so neben, als ich die Pokémon gefangen habe. Es macht an der Bewegungssteuerung fest. Heißt, wenn ich ab hier, mein Monitor ist vor mir, wenn ich hier die A-Taste drücke, dann kalibriert es. Und von hier aus mache ich meine Wurfbewegung. Wenn ich gleich jetzt nach links werfe, dann wird es auch nach links. Heißt, es ist nicht von der Switch-Konsole abhängig, sondern von dem Startpunkt, von dem ihr A drückt. Und dann macht es mit der Bewegungssteuerung fest, wohin ihr wirft. Ich fühle mich gerade so dumm ohne Spaß, Freunde, dass ich dachte, es ist mit der Konsole. Ich dachte, es hängt von der Konsole ab, weil... Upsa. Weil ich dachte... Lol, während der Wurf ist geflohen. Weil ich eben dachte, dass es damals mit der Wii mit der Sensorleiste ist, aber ich habe mich selbst gefragt, es gibt doch keine Sensorleiste mehr. Würde jetzt quasi mit der Konsole festgemacht und irgendwie habe ich mich mit dem Gedanken... Irgendwie habe ich mich mit dem Gedanken, mir fällt das Wort nicht ein, weil ich gerade so perplex bin einfach, dass mir das nicht früher aufgefallen ist. Ich habe mich irgendwie mit dem Gedanken zufrieden gegeben oder habe es einfach akzeptiert, dass es von der Konsole abhängt, aber nein, ich kann die Konsole wegstellen, wieder da, wo es früher war. Einfach von dem Zeitpunkt aus, von wo es hier kalibriert wird, Freunde. Ab hier, wenn man A drückt, da wird es kalibriert und ab da wirft ihr dann auch. Ich komme mir so blöd vor. Nach wie vielen Parts mir das erst eingefallen ist oder aufgefallen ist, keiner weiß. Aber Seeper wird immer noch nicht gefangen. Das ist halt trotzdem der größte Scheiße ohne Spaß. Dummes Ding hier. Komm, ey, jetzt lass dich fangen. Fertig, Alter. Was gibt's da so viel zu reden? Lass einfach fangen. Meine Güte. Alter, Seeper hier. Keiner weiß. Keiner weiß. Oh mein Gott. Nein. Aldi. Nice. Lass doch einfach fangen. Es ist unglaublich. Seeper. Kein Sinn. Lass doch einfach fangen. Fertig. Dankeschön. Warum so schwer? Allah. Egal, wir gehen jetzt nach Lavande wieder und von dort gehen wir wieder runter. Und dann bekommen wir noch ein Training unser Pokémon. Und ja. Dann also von Lavande aus machen wir jetzt auf den Weg nach zum Pokémon Center. Zu Fuxiner City. Damit wir da noch. Sorry, damit wir da noch ein Training erfahren. Zurück zum Empfang, ja. Die Zeit, die können da chillen. Wir sehen uns irgendwann mal. Haut rein. Okay, cool. Ich werde die Pokémon aus Pokémon Go trotzdem nicht nehmen ins Team. Ich bewahre mal dieses Team. Wir wollen auf jeden Fall. Ich will Alola vom. Ich will mir Alola vom Knogger holen. Ist immer noch so der Plan. Mimik und Gesi, um Todor etwas zu erzählen. Lol, wie süß. Keiner weiß, guck mal. Aber jetzt lass uns mal fliegen, Pikachu. Und zwar, genau, von Lavandia aus gehen wir diese ganze Route 12 und 13 runter. Genau, let's go. Ja, ja, aggressiv, guck mal, wie geil das aussieht. Wie sieht unser Pokémon aus? Haben wir die Erfolge geheilt gehabt? Ja, sieht gut aus. Aber ich frag mich gerade, da war doch gerade irgendwas. Warte mal ganz kurz, Freunde, bitte. Aber wir lassen mal seinen Namen trotzdem ganz kurz offen. Und zwar wegen der Karte. Da habe ich mir gerade was aufgefangen. Karte! Kraftwerk. Wir waren nicht im Kraftwerk. Stimmt. Aber wir noch keinen Surf hatten. Aber jetzt haben wir mittlerweile. Zapdos. Können wir Zapdos fangen? Wir merken uns das mal, okay? Wir machen das trotzdem nicht jetzt. Denn ich würde gerne meine Pokémon noch
Obwohl es eigentlich kein... Ich weiß gerade nicht, ob wir wie gegen Relaxo gegen legendäre Pokémon erst kämpfen und sie dann fangen können. Das weiß ich nicht. Könnte durchaus sein. Ich weiß nicht. Ich bin noch nie einem legendären Pokémon begegnet. Deswegen lass uns mal zuerst unser Training vollführen und das mit Zapdos merken wir uns aber auf jeden Fall. Das merken wir uns auf jeden Fall mit Zapdos. Ja, damit ist ja kein Bock die ganze Zeit. Pokébälle zu werfen nach dem Pokémon. Das dauert sonst ewig, bis wir die fangen. Aber genau, wir gehen jetzt von hier aus runter. Oh, Lavandia. Kann ich einfach so direkt surfen? Yeah. Jetzt bin ich gespannt, aber... Lol. Kann ich nicht auf Totok. Auf Gyarados habe ich gesehen, Gyarados kann man surfen, das weiß ich. Aber hängt das quasi vom Pokémon ab, das man mit sich trägt, kann man auf... Kann man auf Totok nicht surfen, lol. Okay. Egal, das aber aussieht, ne? Haben wir schon geil gemacht. Wasser-Pokémon, genau, wollte ich gerade... Boah, Tentoxa. Wasser-Pokémon kommen auch im Wasser dann. Finde ich richtig geil. Tentoxa ist geil. Tentoxa! Ja, ja, bis. HDF. Mach langsam, ne? Nimm erstmal eine Beere hier. Und dann wächst natürlich auch ein Hyperball auf. Dann... Ja, bleib stehen, Junge. Oh. Den Doktor finde ich geil. Aber. Nein! Und so gehen die Hyperbälle weg, ne? So gehen die Hyperbälle weg. Keiner weiß. Nice, sehr schön. Sehr gut. Geil. 816. Taros hat schon bald ein Level-Up. Geil. Tentoxa. Sehr cool, Tentoxa ist cool. Ja, okay, nice. Lass mal wieder runter. Warte, Mann. Wenn man hier irgendwo gesurft ist, glaube ich, hat man Zartak bekommen. Aber ich glaube, Zartak haben wir schon bekommen, oder? Weiß gar nicht. Warte mal. Da runter surfen, geht das? Oder ist da erstmal abgesperrt? Ja, ja, okay, okay. Wir müssen erstmal hier durch. Ja, okay, nice, okay. Hallo. Hopsa. BD? Keiner weiß. Hallo? Opa, der auf Route 12 wohnt. Sind wir gerade auf der Route 12 oder von wem erzählen sie gerade die ganze Zeit? Ja. Wahrscheinlich werden wir noch begegnen. Ich glaube, ja, schauen wir einfach. Oh. Ruheort. Ruhe in Frieden. Tut doch, komm mit. Aber ich würde es trotzdem cool finden, dass man trotzdem, auch wenn man nicht im Wasser ist, sehen würde, wenn Wasser-Pokémon spawnen. Weißt du, was ich meine? Weil da könnte ich einfach rein und das Wasser-Pokémon fangen. Wäre geiler, meiner Meinung nach. Holy aggressiv. Was haben die hier für ein Level? So, eigentlich. Ja, siehst du 27. Naja. Egal, kann man auch ein bisschen trainieren, sonst nicht. Bam. Okay, nice. Ja, okay, cool. Arthur, ja, jetzt. Ja, aber wir haben halt keine Angel bekommen, so legit. Ich find's trotzdem schade, das kann man hier nicht mehr angeln. Angeln war geil. Angeln war richtig geil. Aber, hä, ich schwör. Ich glaube, man kann nicht mehr angeln, weil man die Pokémon auf dem Wasser sieht dann. Oder die in dem Wasser sind, die sieht man ja dann. Tüdelü! Ulle. Hübscher. Aua. Initiative sind okay, krass.
Au. Genau, da ist ein Item, das habe ich gemeint. Kreuzschere! Was? Geil. Oh, wie sie geil, wie ist schon angenehm so. Schon geiler Surfer. Nein! Haha, mach keine Faxen! Mach keine Faxen mehr! Nice! Oh, da brauchst du kurz vor Level Up! Kurz vor Level Up! Ich würde es trotzdem geiler finden. Also auch die Pokémon dann spawnen, wenn man nicht im Wasser ist, ganz ehrlich. Finde ich schade. Missed Opportunity. Kampf des Jahrhunderts, meinst du? Hounds! Carpador. Alright, die Carpador. Unser Carpador. I see Brigno. Zack, raus auf den Kampf. Au. Jetzt, nice, Level Up. Sollte sich eigentlich schon entwickeln. Oh nein, ich hätte doch wechseln können. Quapsel. Ich glaube, wir haben keinen Quapsel gefangen, kann das sein? Oder noch nie einen begegnet? Ne, begegnet sind wir sicherlich einen. Aber ich glaube, wir haben keinen Quapsel. Ciao. Egal, Sandarm erklärt das auch. Golking. Bisaflor, Alter. Okay, Bisaflor ist nice, ohne Spaß. Wasser-Pokémon können einfach fliegen, so. Schweben. Keiner weiß. Ja. Bisaflor Level 40, sehr schön. Sehr gut. Totem auch 40, nice. Ade, Hans, mach's gut, war schön. Und? Dragos? Ach so, by the way. Ja, es gibt ja nur Alola vom Knogger, wenn ich mich recht entsinne. Nämlich kein Alola vom Tragosso. Deswegen will der Dude auch Knogger tauschen. Okay, cool. Schwertanz? Ja, komm, bringen wir dabei. Alola vom Knogger, Freunde. Es sieht richtig geil aus. Nice. Aber wir machen uns gleich auf den Weg, um Knogger zu tauschen. Lass uns nur Sportangelzone, lol. Sollen wir die erstmal alle besiegen und dann zu Knogger? Ja, machen wir es mal so. Ja, machen wir es so. Bei der Runde sollen wir noch zu Relaxo eigentlich. Und bevor wir Relaxo dann aufwecken, holen wir uns erst Knogger und dann machen wir weiter. Ah, Luis! Ich hab in Deutschunterricht. Oh, in Deutschunterricht musste ich mal. Was heißt musste ich mal? Also, jeder musste sicherlich mal was vorlesen. Anyway, wir haben irgendeine Literatur gelesen. Und dann kam der Name Alois, okay? Oder, keine Ahnung. Jedenfalls, ich lese so, bla bla bla. Und statt Alois habe ich Alois gesagt, okay? Dann sagt mein Deutschlehrer, der war schon gechillt, also ist wirklich gechillt gewesen. Herr Peter hieß er. Sagt.
Der hat mich korrigiert. Alois. Siehst du? Also, ich weiß nicht, wie der Name genau ausgesprochen wird. Jedenfalls habe ich Alois gesagt, glaube ich. Und er hat mich ja korrigiert mit Alois. Er sagt erstmal so Alois. Siehst du? Ich wiederhole den Satz. Jeder sagt Alois. Ich hab's im Endeffekt zwei oder dreimal falsch gesagt. Und er hat mich immer wiederholt. Beim letzten Mal macht er so. Alois! Ganze Klasse hat sich kaputt gelacht, weil ich den Namen nicht aussprechen konnte. Keiner weiß. Angler Alois oder Alois oder Alois oder whatever. Jeder weiß, jeder kennt ihn. Whatever. Alois. Keine Ahnung. Ist mir gerade eingefallen. Alois. Keiner weiß. Ich weiß nicht mal, was für ein Ursprung der Name hat, Alois. Woher der Name kommt. Ist ein schon interessanter Name. Naja. Aua, lass mich durch. Oh, Totok. Totok, bis dann. Hallo? Ja. Knuffig. Totok ist knuffig. Genau das, Kevin. Kevin. Zack. Oh, nix. Überleg mal, Stalos wird es geben. Oh, la. Guck, siehst du? Wieder nicht aus seinem Pumpen. Bin echt gespannt. Okay, es war jetzt Siedewasser halt. Kann ich verstehen. Aber Hydropumpe kommt. Ich bin echt gespannt, ob Hydropumpe aus seinen Pumpen kommt. Echt gespannt. Drei Überwände, nice. Oh, okay, perfekt. Jetzt gehen wir von hier mal wieder nach Fuxania, tauschen kurz Knochen ein. Olle! genau. Dann machen wir von hier weiter, wie gesagt. Genau. Okay, Fuxania City. Let's go. Alula vom Knogger, Freunde. Alula vom Knogger ist richtig geil, werdet ihr gleich sehen. Ja. Ja, damit. Pika. So. Jetzt hätten wir Friends. Warst du das? Ja. Doch, besitze ich. Let's go. Guck mal jetzt, Freunde. Zum Tausch anbieten. Let's go. Geil. Schaut her. Hast du auch geistig auf den Tausch vorbereitet? Er wird nämlich zu... Alula vom Krogger ist vom Feuer Geist-Typus. Hau rein, Mate. Geist-Feuer, Freunde. Richtig geil. Schaut her. Oh mein Gott. Geil. Knogelius hatte Krogger... Lord Knogelius. Kein Neues. Guck mal, wie geil das aussieht. Geil. Schaut her. Level 38, okay, gar nicht mal so schlecht. Scheu. Initiative hoch, angefunden. Oh, das ist überhaupt nicht gut. Mein Freund, das ist gar nicht gut. War schön. Angefunden, geht gar nicht. Ja, war schön. War auf jeden Fall cool, dass du dabei warst. Und für einen Moment in unserem Team. Wir sehen uns dann auf jeden Fall das nächste Mal. So. Also angefunden geht gar nicht. Schade. Egal. Ja, wen nehmen wir rein? Auf wen haben wir Bock? Was ist lieber für Level 16 nur? Tratini 18. Oh je, Mini. Wir nehmen mal Galoppa. Einfach weil. Zum Riden. Auch scheu.
Okay, bei Galoppo wird es vielleicht noch gehen. Ja, okay, die hat auch mehr Angriff eigentlich. Oh mein Loch, es ist. Ich werde mit Galoppo eh nicht kämpfen, also passt das. Dem Team hinzufügen, genau. Okay, nice. Ja, so viel zu Klogger. Gigi. Kurz mal gucken wegen Pokédex-Eintrag, ob da was zur Alola-Form steht. Damit ich euch keinen Käse erzähle, weil ich habe es auch nicht mehr ganz richtig im Kopf, aber irgendwie tun Alola vom Knogger so ein Ritual abhalten. Für die verstorbenen Seelen. Es hat die Seele seiner... Guck mal, Freunde. Es trägt den Schädel seiner Mutter als Maske. Sein Weinen hallt darin wieder und wird zu einer traurigen Melodie. Und jetzt guck mal. Eins war als klein und schwach, doch jetzt ist es geschickt im Umgang mit seinem Knochen und verhält sich äußerst brutal. Und jetzt schaut euch mal von Alola Knogger an. Es hat die Seele seiner verstorbenen Mutter in Flammen umgewandelt. Freunde, das ist dieses Pokémon ist halt legit, das muss ein Uchiha sein. Knogger Uchiha. Dragosso trägt den Schädel seiner verstorbenen Mutter und Alola vom Knogger hat die Seele seiner verstorbenen Mutter in Flammen umgewandelt. Nachts führt es zu Ehren der verlorenen Arthlos ein Trauertanz auf. Ich bekomme so Gänsehaut. Ich bekomme so Gänsehaut, wenn ich das erzähle. Eigentlich würde ich liebend gern ihn im Team haben. Wirklich. Wirklich. Eigentlich würde ich liebend gern ihn im Team haben. Einfach zu Ehren unseres Knogger-Parts und Dragosso-Parts. Deswegen holen wir uns noch einen Knogger ins Team. Dragosso und entwickeln es. Weil... Ja, ich mach das. Angefrunte ist schade, weil der ist ein bisschen mehr auf Angriff basiert. Das ist wirklich schade. Wäre trotzdem nicht schlimm für die Story, so ist nicht, aber mich stört sowas einfach. Deswegen lass uns mal das Dragosso hier in dem Team hinzufügen. Galoppa, danke, du warst auch eine Sekunde im Team. Und dann machen wir einfach mal so weiter, let's go. Wenn es entwickelt, kommt wieder her. Let's go. Let's go, Freunde. Zwar, Pikachu, wir können wieder bitte zu Relaxo fliegen. Was geht? Und zwar lass uns von Orania City einfach drauf. Hier. Let's go. Aggressive Attacke von Pikachu. Von Pikamau. Pikachu! Warte mal. Wenn man Plus drückt, dann kommt das Pokémon direkt in den Ball. Ja, okay. Einfach direkt Plus drücken. Aber von hier aus kann man das Pokémon nicht wechseln. Guck mal, wie geil, Freunde, bitte. Fuck, das sieht so geil aus. Wir haben beide noch gar keinen Liter gefangen, aber das werden wir irgendwann nachholen. Das sieht so verdammt geil aus. Ich weiß gar nicht, warum ich den Büschen ausweiche. Merkt ihr das? Panty-Dreck. Einfach Angewohnheit. Geil, dass du mit Glurak ist, ne? So geil. Ja, yeah, ist cool. Steh mal auf, Junge. Ja, komm, steh auf. Aggressiv! Angriffsschlag von ihm, oh. Was für ein Level hat das? Hat es? 34, okay. Zack. Gena, oh oh, nee, voll vergessen. Sein Name, komm, ein Eisenschleif und der muss sitzen, let's go. Das war so verdammt nochmal klar. So verdammt nochmal klar. Es gibt's auch nicht. Ich hasse sowas. Ich hasse sowas. Und danach müssen wir Relaxo noch fangen, ne? Oh je, Mine. Oh je. Das kann was werden. Das kann was werden. Bitte. Sandama, komm, steh auf. Der hat keine Lust mehr. Oh, Sandama, steh auf, danke. Zack. Geht doch.
Geht doch. Jetzt müssen wir den aber auch noch fangen. Oh je, Mini. Gib mir erst eine Beruhigungspille. Oh, bitte. Oh je, das ist gar was werden. Einfach 24/7 schläfrig. Nice. Cool. Okay, nice. Darum waren wir nämlich schon. Und jetzt aber musst du halt nicht mehr draußen sein. Ich find's schade, dass sie die Pokémon nicht zeigen, die auch im Wasser sind. Ich find's echt schade. Das ist echt eine Missed Opportunity so. Das ist ja so geil. Die werden nur angezeigt, wenn du quasi selbst Surfer einsetzt. Ich find's schade, ehrlich gesagt. Ich find's wirklich schade. Ah ja. Bärtanz, let's go. Bisaflor! Kingler! Kingler ist geil. Au! Kingler ist krank. Aua. Die 42, shit. Cool. Ja, das ist der auf gute 12, der Mann. Ich bin, Tja, wer bin ich eigentlich? Felix Susuke, ich kann mich einfach nicht mehr erinnern. Attackenverlerner oder was? Noch nicht, weißt du, wer ich bin? Attackenverlerner. Attackenverlerner, meinst du wirklich, das ist eigentlich überhaupt nichts? Wollen die mich gerade verarschen? Ist es gerade der Flashbacks? Also. Ich glaube, hier war nämlich ein Attackenverlerner. Mr. Zauber. Hä? Ah, lol, siehst du? Alter, das war the bait! Das war einfach the bait! Das war einfach the bait! Da hatte ein alten Eisen wie mich hier gebaitet. Krass. Was hast du gesagt? Ah ja, ja. Typ Fee. Krass, der hat mich echt gebaitet. Unglaublich. Oh je, was macht der? Jetzt schaust du auf einen starken Expertsbeginn. Richtig, genau. Nice, danke schön für die Info, mit. Oh. Was war hier für eine Attacke? Was ist Gigasauger? Ich glaube nicht, oder? Ich war. Nee. Ich weiß nicht mehr, keine Ahnung. Würde ich Mist erzählen, wenn ich sagen würde, dass ich es weiß. Xavier Naidoo, wen hast du? Electek! Okay. Ruckzucki, lol. Electek! Raus mit dir, Electek! Lol, einfach ein Wasserschein. Einfach irgendwas. Haha, verarscht. Ich würde gerne nochmal, einfach wenn wir hier durch sind, vielleicht von ganz oben nach unten surfen. Mal gucken, was für Pokémon da kommen. Einfach so, weißt du, ich meine? Ne, ich habe keinen Mondschein, sorry. Spaß, ich habe einen, aber krieg's keinen. Lorenzo. Nidoran männlich, ah, okay. Verstehe.
Isa. Zack. Was? Isa Flo. Nidorino, ja, der will seine Nidorino nämlich entwickeln. Mit dem Mondschein wird Nidorino zu Nidoking und Nidorina zu Nidoqueen natürlich. Aber es sieht schon cool aus. Ich finde die Entwicklungsreihe sehr cool von Nidorino. Also Nidoran, Nidorino, Nidoking oder auch Nidorina und Nidoqueen. Finde ich cool. Und Pisa, was geht ab, Alter? Hilfst du oder bist du verwirrt? Achso, ja, komm, gecoacht. Ja, ja. Ja, ja, gecoacht. Ja, 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 gecoacht. Verrat mir erstmal deinen Namen. Helena. Komm erstmal rüber, Helena. Dann rede ich mit dir. Dann sehen wir mal, wer hier wen coacht. Achtunddreißig, okay, nicht schlecht. Wieso? Boah, es ist ganz lange dauern. Käfer gewummt, shit. Aua. Okay. Zum Glück hat dieser voll den Psychotypus. Mal gegen Pflanzen-Pokémon ist Käfer effektiv. Aber da wir Pflanze Psycho haben, ist es nicht sehr effektiv. War glaube ich. Weil. Ah nicht. Nee, habe ich gerade Pflanze Psycho gesagt. Pflanze Gift meine ich natürlich. Legift. Oh je, Smetbot zerreißt uns hier. Keiner. Die Pokémon sind geboostet, ganz ehrlich, die sind ganz sicher geboostet von den Trainern. Von den Trainer-Coaches. The Legend of Glurak ohne Flammenwurf. The Legend. The Legend. Oh, Flügelschlag hättest du auch getan. Oder so, ja, passt. Was wir jetzt noch machen werden, Freunde, ist, wenn sobald Tragos ein Level-Up bekommt, also sich zu Krogger entwickelt, dann gehen wir wieder rüber, tauschen jetzt mal Krogger ein, gucken, was damit abgeht und dann machen wir mal Schluss für diesen Part. Machen dann von dort aus weiter, dann je nachdem. Hoffentlich hat es ein angenehmes Wesen, so, sag ich mal, damit wir dann damit weitermachen können im nächsten Part mit unserem neuen Krogger. Ich hätte echt Bock auf ein Krogger im Team. Rock, steh auf, der hat deine Dreams geklaut. Deine Dreams. 100% LR Margin, deine Dreams. Nein, 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 nein. Deine Dreams Thales zu ziehen, hat sie gerade geklaut. Deine Dreams Thales zu ziehen, hat sie gerade geklaut. Steh auf, mein Freund. Mein Freund, der Bär. Steh auf. Steh auf. Oh Mann, ey. Steh doch einfach auf! Oh, steh auf, Glurak, ich wurde auch schon schläfrig. Glurak, steh auf! Endlich! Voll der Hammer. Nice! Nice! Hast du immer noch kein Level, oder was? Oh, Jemini. Oh, Jemini. Traumfresser, GG. Guck mal, wie gechillt der da läuft, Krabi. Guck mal, wie gechillt der da läuft. Na,
Nein. Der ist gerade vor mir einfach verschwunden. Weil ich ihn so gehypt habe oder was? Der ist vor mir gerade einfach verschwunden. Was? Was? Der ist vor mir gerade einfach verschwunden. Keiner weiß, legit. Keiner weiß. Manchmal trollt das Game so hart. Überleg mal, es ist ein Shiny-Pokémon. Es fehlt einfach vor dir. Überlegt mal, Freunde. Was? Unglaublich, unglaublich, echt. Krass. Komm, Duflo, lass dich fangen, nice. Okay, perfekt, wir gehen rüber. Tauros, du sollst dich eigentlich entwickeln. Und holen uns dann noch einen Knocker, tauschen noch einen Knocker mit ihm, man kann ja mehrmals tauschen. Dann gucken wir uns das Knocker mal. Nein! Bruh. Mir egal, ich surfe jetzt da links und rechts hoch. Was war das? Duflo, okay. Oh Mann, ey, wieso habe ich B gedrückt? Ganz ehrlich. Ich weiß es einfach nicht. Einfach so. Keiner weiß. Keiner weiß. Bleib doch in diesem Pokémon, Mann. Jetzt übertreibst du nicht. Du hast ein Duflo. Ein Duflo. Ein Duflo. So, weißt du, was ich meine? Ja, geht doch so mal. Oh mein Gott. Hoffentlich hat es ihm. Hoffentlich rentiert es sich im Endeffekt. Und hoffentlich hat Tragosso dann ein gutes Wesen, ne? Knogger meine ich. Alola Form Knogger. Das hat mich so gekillt, Digga. Ohne Spaß. Unglaublich. Ich komme immer noch nicht drauf klar. Einfach B drücken so. Keiner weiß warum. Wir reden hier von einem Tentakra, auf dessen Kopf ich einen Hyperball werfe. Bleib in diesem Ball. Vielleicht muss man die Pokémon einfach nur anschreien. Weißt du, was ich meine? Ja, danke, ciao. Boah, ohne Spaß. Also einfach so B gedrückt, so. Warum? Kannst du nicht sagen, dass hier kein einziges Wasser-Pokémon gekommen ist und ich die ganze Zeit schon surf? Ey, bitte, bitte, Game. Bitte, verarsch mich doch nicht. Drop ihm mal ein paar Pokémon, ich flehe dich an. Ja, geht doch. Was? Ja, ja, in den Kopf für mich. Du bist ein mickriges Tentakra. Du magst zwar riesig sein, aber bleib in diesem verdammten. Das ist gerade die größte Verarschung, dass ein Papodon Sidestep macht. Sepor, hey. Guck mal, das hat man gar nicht erkannt, Sepor. Was? Kannst du aus einem Hyperball entwischen? Jetzt bleib mal stehen und mach keine Faxen zusammen.
brauchen schon bessere Pokémon hier. Wir kommen ja gar keine Erfahrungspunkte sammeln. Was war das? Seemon! Ich fand Seedraking an sich auch übertrieben geil, ne? Ich fand Seepferdchen hatten immer was. Ich fand in meiner Kindheit haben die mich übel interessiert. Seepferdchen so. Die haben mich echt interessiert. Damals gab es in so Zeitschriften so kleine von gewissen Tieren. Was Schlitzer? Was für Schlitzer ist da, Mann? Wo ist Flammwurf? In Magazinen gab es so ab und zu mal so, ich weiß, so kleine Tiere mit am Start. Da war mal ein Seepferdchen am Start. Oder mit beigepackt quasi. Oh, wieder ein Seemon. Und wenn du. Es war quasi klein und wenn man das in Wasser getan, in eine Wasserflasche, dann wurde es halt natürlich groß, hat sich ausgedehnt, ja, wegen dem Material, von dem es war. Ich fand das aber übertrieben geil als Kind, dass es sowas gab, ne? Das hat man damals so kaum verstanden, sag ich mal, als kleiner Kiddie. Und das war richtig geil, so, da hatte ich so einen großen Seepferdchen in der Flasche, es war übertrieben geil. Ey, ich hab dir gerade Props gegeben, okay? Bleib mal in deinem Pokéball jetzt. Ich hab dir gerade richtige Props verteilt. Bleib in diesem Hyperball. Es ist immer noch ein Hyperball. Musst du in Zukunft mit Meisterbällen werfen, oder was? Überleg mal Meisterball. Ihr habt nur einen Meisterball. Ich weiß nicht, ob man die mehrere bekommt, aber damals war es immer nur ein Meisterball. Mehr oder weniger. Und dann vertrifft ihr. Und dann vertrifft ihr. Stellt euch mal das vor. Ein Meisterball und dann vertrifft ihr. Hör auf, ich will gar nicht drüber reden. Und dann vertrifft ihr, genau. Top 10 Enemy Betrayals. Keiner weiß. Jetzt geht's. Ah, die Sache ist aber auch. Ich habe nämlich nicht darauf geachtet, das Pokémon, das wir bekommen, hat dasselbe Wesen wie das, was wir verschicken. Das weiß ich nämlich nicht. Schauen wir uns gleich mal an, was Knogger für ein Wesen hat und dann werden wir schlauer im Prinzip. Also eigentlich bin ich mir bewusst, dass es so ist durchs Tauschen. Zumindest, dass es derselbe Typus ist. Eigentlich war es auch früher dasselbe Level, aber... Ihr merkt schon, es hat ein anderes Level gehabt. Und so, was hat Knogger für ein Wesen bei uns? Zart. Zart ist speziell für deine Hochverteilung runter. Ja, ist auch nicht das Beste, um ehrlich zu sein. Weil der ist schon defensiv eigentlich. Aber egal, wir gehen mal trotzdem mal rüber und gucken mal. Ich meine. Süß. Ja, ich weiß nicht. Zart würde ich, glaube ich, spielen. Das wäre nicht so schlimm, um ehrlich zu sein. Naja, jetzt schauen wir mal. Was abgeht. Let's go. Wieder wegfliegt, aber unglaublich. So, mein Lord, mein Boy. Ich habe noch einen für dich. Let's go, komm. Knogelius! Danke. Oh, Alter, wie kann man sich... Warum habe ich mich gerade verklickt? Ah, ist männlich. Okay. Sie hat sogar einen anderen Typus, siehst du? Hart! Angriff hoch, Spezialangriff runter. Perfekt. Sehr schön, Freunde. Dieses Knogger... Oh, das Knogger behalten wir auf jeden Fall und packen es in unser Team.
Und mit dem Knogger sind wir dann in Zukunft unterwegs an der Stelle. Das freut mich auf jeden Fall. Vielen Dank fürs Zusehen von heute, Freunde. Wir sehen uns auf jeden Fall im nächsten Part wieder. Oh, das sieht so geil aus. Das ist die Reincarnation, die Wiedergeburt von Tragosso. Wir müssen ihn einfach im Team haben als Ehren zu den Tragosso-Parts, oder? Das war echt geil. Ende, Freunde. Lieben Dank fürs Zusehen. Wir sehen uns auf jeden Fall im nächsten wieder, indem wir dann weiter trainieren und uns auf den Weg nach Fuchs Seine City machen. Haut rein. Peace. When I pull up at your girl, mommy wanna be my world. You a man, bro, don't you cry. I'ma get her back after I'm done. Next time you ain't won't be